Hallo meine Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Ihr seid bei Sonja von Kreativ mit Sonja. Ich bin unabhängige Demonstratorin für Produkte von Stampin' Up und darum zeige ich euch natürlich auch immer gerne, was wir mit den Produkten Schönes anfangen können. Heute gibt es im Rahmen des Adventskalenders, den ich zusammen mit der Stempel-Uschi mache, ein neues Türchen. Und zwar sind wir tatsächlich schon beim Türchen Nummer 12, wir haben also schon Halbzeit. Und hinter meinem Türchen Nummer 12 verbirgt sich heute eine Kartentechnik. Und zwar möchte ich euch eine Variante der Ziehharmonika-Karte zeigen. Und dazu drehe ich... Ja, Ziehharmonika-Karte. Ich zeige euch mal eine, die ich schon fertig habe. Wir haben also die Falzung so, dass sie sich als Ziehharmonika öffnen lässt. Na, das sieht dann von oben so aus. Wir haben hier noch als kleines i-Tüpfelchen so eine zusätzliche kleine Karte drauf. Und weil ich es immer nicht mag, dass man, wenn die Karte im Prinzip zugeklappt ist, dass man dann da nicht ordentlich drauf schreiben kann oder jeder lesen kann, was drauf steht, oder man die Rückseite nehmen muss, habe ich hier noch eine kleine innenliegende Karte drin, damit die Grüße dann auch nur für den lesbar sind, der das halt auch bekommen soll. Die heutige Karte mache ich mit dem Designpapier Nikolaustag. Den gibt es im E.ON, also im Online-Exklusiv. Und da habe ich mir einmal dieses Designpapier in Chili ausgesucht und das in Waldmoos. Von dem in Chili, den habe ich mir zugeschnitten auf 15,2 x 15,2. Das heißt, ihr könnt also auch ein kleines Designpapier nehmen. Das reicht vollkommen aus. Aber ich wollte halt dieses haben und darum, ja, musste das Große dran glauben. Dann brauchen wir noch Farbkarton, ein Blatt A4. Und wir brauchen ein halbes Blatt A4 Grundweiß, also ein A5 praktisch. So, und dann geht es auch schon los. Wir schneiden uns den Farbkarton in A4 auf 28,5 x 14,8. Das habe ich schon mal vorbereitet, damit das nicht alles so lange dauert hier. Und dann legen wir das an der langen Seite an. Und wir falzen bei 4,5. Bei 9 bei 13,5 und bei 18. Dann können wir das Falzbrett erstmal wieder wegpacken. Und dann falzen wir den Ziehharmonika-Teil und zwar so, dass wir den ersten Falz auf die große Karte klappen und dann nach links, also auf den großen Teil, nach links, nach rechts und wieder nach links wegfalten, so dass wir dann diesen Ziehharmonika-Teil haben. Ich guck grad, hier ist ein kleines bisschen nicht ganz gerade. So, die Falzlinien schön nachziehen, damit sie dann auch wirklich einen scharfen Knick ergeben. So, dann haben wir die Grundkarte schon fertig. Dann nehmen wir uns unser Designpapier, was wir auf 15,2 x 15,2 zugeschnitten haben, oder gleich ein kleines Designpapier nehmen. Und da müsst ihr aufpassen jetzt bei dem nächsten, wenn ihr ein Papier habt, was ein Richtungsmuster hat, so wie das hier ist. Ne? Bei solchen Muster ist es vollkommen egal, was ihr jetzt weiter tun, ob das so rum liegt oder so rum, ist wahrscheinlich egal. Wir kürzen dieses Papier jetzt zuerst in der Höhe. Das heißt, wir müssten das Muster dann querlegen
Und zwar schneiden wir hier zwei kleine Streifen ab. Wir kürzen es zuerst auf 14,8. Und dann nochmal auf 14,3. Und diese beiden Streifen heben wir auf. Packen wir gut weg. Dann drehen wir das Designpapier um, sodass die dass die lange Seite, jetzt musste ich erstmal überlegen, oben liegt. Also oben müssen jetzt die 15,2 liegen. Und da teilen wir in gleichmäßige Stückchen, und zwar je 3,8 cm. Und ihr könnt euch das dann am besten gleich so legen, dass ihr den Bildverlauf, der da ist, auch weiter habt. Also, dass ihr wisst, in welcher Reihenfolge das alles liegen soll, nachher die einzelnen Teile. Also jeweils 3,8. So, das war zu viel. 3,8, genau. Ne, wir haben also dann die einzelnen Teile wieder in der Reihenfolge liegen. Und die kleben wir jetzt dann auch schon auf. Und zwar hier auf unseren Ziehharmonika-Teil, so dass wir rechts und links, also an allen Seiten, so ein bisschen Platz haben. Und wir halten hier die Reihenfolge ein, so dass sich hier letztlich dieses Bild, was wir hier haben, dieses Motiv wieder ergibt. So, das muss nicht viel halten, das heißt, es muss auch nicht viel Klebstoff ran. So, das war das erste. Dann kommt jetzt hier das zweite. Ich habe natürlich wieder ein bisschen vorbereitet für die Karte. Gerade was nachher das Stempeln angeht. Und ich habe auch ein Teil an der Karte embossed. Das habe ich auch schon vorbereitet. Einfach, damit das nicht so lange dauert vom Video her. Damit ihr euch das in Ruhe angucken könnt. Damit das Video nicht so lang ist. Und dann könnt ihr das ja alles in Ruhe nacharbeiten. Oder das Video halt immer nochmal anhalten. Alle Maße, die ihr benötigt, die findet ihr dann hinter meinem Kalendertürchen. Das ist die Nummer 12 auf meinem Blog. Und da findet ihr natürlich dann auch die Verlinkung zu den Beiträgen von Stempel-Uschi, sodass ihr kein Kalendertürchen verpasst. So, dann sind wir hiermit auch gleich fertig. Eigentlich ist das eine Karte, die relativ schnell geht, wenn man sich erstmal für Papier entschieden hat und auch für die Stempel. Das ist natürlich das, was wieder am längsten dauert an so einer Karte. Ne? So, ihr seht, wir haben jetzt hier schön unser Motiv, das sich dann so aufklappt. Und an der Stelle ziehe ich das auch immer schon nochmal wieder ein bisschen nach. Gerade so an den Falzkanten, nur wo das Design, wo der Farbkarton ist. Weil durch das Designpapier wird das natürlich alles so ein bisschen hochgedrückt. Hier fehlt mir noch mal ein Knick. Den ziehen wir auch noch mal kräftig nach. So. Soweit, so gut. Dann nehmen wir uns, wir haben jetzt hier so einen Rest von dem Farbkarton. Und den kürzen wir uns auf, Moment, ich muss mal schnell schummeln. 12,4 habe ich schon vorbereitet. Und diese 12,4... die teilen wir an der langen Seite bei
Nicht die teilen wir, Entschuldigung, die teilen wir gar nicht. Die falzen wir bei 6,2. Das können wir dann auch schon falzen. So, und jetzt kommt unser zweites Designpapier ins Spiel. Oder ihr könnt hier natürlich auch, wenn ihr so ein schönes habt, was da gut passt, hier könntet ihr natürlich auch das gleiche Designpapier nehmen. Oder könnt ihr das auch so machen. Oder ja, also wie ihr gerne wollt. Ich habe mich jetzt, wie gesagt, für dieses Grüne hier entschieden. Und dieses Quadrat, wir brauchen jetzt also zwei Quadrate. Ich habe hier das auch so gemacht, dass es wieder vom Muster weitergeht. Das heißt, ihr braucht hier 11,6 in der Länge und 5,8 in der Höhe. Na, wenn das jetzt also so ein Papier ohne Muster ist, könnt ihr das ja schneiden, wie ihr mögt. Hier ist es nur wichtig, wenn das Motiv weitergehen soll, dass ihr das einmal vollkommen schneidet, also in der gesamten Länge schneidet und dann halbiert. Wenn ihr jetzt da noch einen Spruch drauf machen wollt, dann macht das jetzt. Ich habe mir hier ausgesucht aus dem Lichterzauber-Stempelset Das Herz kommt nach Hause. Ja, da, zum Glück habe ich das vorbereitet. Ich hatte das zuerst gestempelt in Waldmoos und hatte gedacht, dass das, ja, weil das der Stempel ja doch ein bisschen kräftiger ist, dass das gut durchkommt. Das kam überhaupt nicht gut durch. Also das war nicht gut zu lesen. Dann habe ich drüber gestempelt. Nee, anders. Dann habe ich ein zweites gestempelt mit der Schrift in Chili. Und auch das kam nicht gut an. Und dann habe ich das einfach so gemacht, dass ich erst Waldmoos und dann Chili rüber gestempelt habe. Und dadurch ergibt das jetzt so ein schönes, dunkles, tiefdunkles Rot. Und das habe ich dann auch noch embossed. Mit klar, ne? Ja, dann können wir das hier schon aufkleben. Und zwar so. Ihr seht, dieser Knick muss nach oben zeigen. Da kleben wir das jetzt auf. Ich mache das so, dass der Spruch auf der linken Seite ist. Könnt ihr natürlich auch wieder machen, wie ihr das gerne möchtet. Hängt ja auch davon ab, was ihr für ein Designpapier habt. So, kleben wir das wieder hoch, schön mittig auf und möglichst auch so, dass es nicht kopfrum ist. So, Nummer 1. Liegt bei euch auch schon so viel Schnee? Bestimmt, ne? Wir hatten jetzt ja die Tage, wo da in Bayern so ganz viel Schnee war. Ich wohne ja in Mecklenburg-Vorpommern, direkt so an der Ostsee. Da war nicht so viel Schnee. Aber der kam jetzt die letzten Tage. Zum, naja, aber nun taut es auch schon wieder. Wird schon wieder matschig. So, dann kleben wir unser zweites Teil hier auch ein. Und jetzt müssen wir dieses zweite Teil hier rein verbinden. Und dazu brauchen wir jetzt mal einen Bleistift. Also wir gucken jetzt einfach mal, dass, wenn wir das so anlegen, so reinlegen, dass dieses Quadrat, was wir hier haben, so einigermaßen mittig ist. Ne? Also nicht unbedingt hier oben. Ja, wäre auch möglich. Also ich finde es aber nicht so schick. Und auch nicht hier unten. Ungefähr mittig. Das muss natürlich nicht jetzt auf den Millimeter stimmen. Ihr könnt das auch ausmessen, wenn ihr es gerne möchtet. Also bei mir muss das jetzt nicht auf den Millimeter stimmen. Ich lege mir das jetzt hier so an. Und dann klappen wir das um. Machen das wieder so, dass es ordentlich liegt. Und jetzt mache ich mir hier so eine eine Markierung. Da seht ihr, ist nämlich jetzt schief geworden. Das sollte schon gerade liegen. Also nochmal. So, es sollte gerade liegen. Das könnt ihr hier an dem karierten Papier ja gut ausmachen. Oder wenn ihr das auf einer karierten Unterlage macht. Dann könnt ihr auch nochmal kontrollieren,
ob das so einigermaßen mittig ist. Hier sind das 3, 6, 7. Hier sind das 3, 6. Es muss also ein kleines Stückchen weiter runter. So, dann festhalten, aufklappen. Und wir ziehen uns jetzt hier eine Markierungslinie, bis wohin der Kleber muss. Oder darf. Da machen wir jetzt den Klebstoff ran und lassen den Klebstoff aber unterhalb der Markierungslinie. Also hier ist meine Linie. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt bei dem Licht so richtig sehen könnt. Das ist im Winter ja immer ein bisschen blöd. Und meinen Klebstoff, den mache ich dann halt nur bis da. So. Und dann kleben wir das wieder an. Legen wir das wieder mittig bis an die Linie. Ja. So. Und dann legen wir das wieder mittig an. So, wir hatten oben 6 ein bisschen. Gerade legen, ankleben. So, könnt ihr das noch ein bisschen korrigieren, wenn ihr Flüssigkleber genommen habt. 2, 6, 7, 2, 6, so. Und dann machen wir das Gleiche auf der anderen Seite. Jetzt wird es natürlich mit dem Markieren ein bisschen schwer. Ich mache mir dann hier so, halt mir den Daumen da so einfach an. Oder messen. Wir machen es mal richtig, wir messen das jetzt aus. Haben wir hier so 2 cm. Können wir hier auch bei 2 cm die Markierung machen. Und der Kleber darf dann natürlich wieder nur bis kurz davor. Die Ecken sollten gut kleben. Dann legen wir uns das rum und klappen das Ganze zu. Und damit haben wir dann eigentlich auch schon unseren Ziehharmonika-Teil fertig. War doch ganz einfach. So, dann können wir aber auch schon zu dem Innenteil kommen. Und zwar brauchen wir dazu weißen, grundweißen Farbkarton in den Maßen. Jetzt muss ich mal wieder hier auf meine Anleitung gucken. 19 x 14,3. Ne? Wir falzen das mittig bei 9,5. Und wenn ihr das dann noch stempeln wollt, dann ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt dafür. Ich habe mir hier einmal den Tannenbaum abgestempelt aus den fröhlichen Bäumen in Moosgrün. Habe den weiß embossed, hier mit dem zweiten Stempel. Und dann habe ich in Aquamarin hier noch so kleine Sternchen raufgesetzt. Ne? Und im Innenteil habe ich nur diese kleinen Sternchen. Ich hatte erst überlegt, hier noch so einen kleinen Spruch reinzusetzen, weil hier ja auch so schön der Spruch ist, wir senden euch liebe Grüße zum Weihnachtsfest. Aber wenn ich den hier reinsetze, dann guckt der einfach mal hier wieder raus und das ist wieder was, was ich nicht mag. Wenn ihr das mögt, könnt ihr das natürlich gerne tun. Wie ihr das gestaltet, da hat ja jeder einen anderen Geschmack. Was wir jetzt hier aber noch brauchen, wir hatten uns ja vorhin hier diese kleinen Schnipsel abgeschnitten und die kürzen wir jetzt erstmal auf 14,3. Die werden wir jetzt nämlich hier an der Seite rechts und links ankleben. Und diejenigen von euch, die jetzt sagen, ja, jetzt ist das Muster aber hochkant, haben zwar recht, aber das ist eigentlich egal, weil man hier sowieso kein Muster mehr erkennt. Es soll nur noch mal so eine kleine Abgrenzung sein. Hier zu dem Farbkarton.
Ne? Setzen wir also ganz eng auf, also erstmal kürzen bei 14,3. Oder können wir auch hinterher machen. Das ist vielleicht in dem Fall schöner, wenn wir es hinterher machen. Wir machen uns jetzt also hier an die Karte ganz am Rand so ein bisschen Klebstoff. Jetzt will er natürlich nicht. Jetzt. Das muss ganz dicht am Rand, weil wir da nicht viel Papier übrig haben. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob ich mich vermessen habe. Bei mir ist das eine Teil tatsächlich ein Ticken dünner als das andere. Wir legen das natürlich so, dass die Musterseite nach unten zeigt. Und dann kleben wir uns das auf. Ich überlege jetzt gerade, ja, wie ich das jetzt am besten mache. Am besten halt. Jetzt habe ich gleich was Falsches erzählt. Die Musterseite muss nach oben, genau. Und wir legen uns das dann so hin, dass es gerade so klebt. Na, dass der Rand gerade so zu sehen ist. Na, das wäre was geworden jetzt. Musterseite nach oben natürlich. So, und das Gleiche machen wir auf der anderen Seite der Klappkarte. Machen wir uns auch wieder hier so eine ganz dicht am Rand, so ein ganz bisschen Klebstoff. Dann legen wir uns die Musterseite wieder nach oben. So, und jetzt müsst ihr mal gucken, dass da rechts und links ungefähr genauso viel von dem Designpapier zu sehen ist. So. Ist jetzt natürlich auch nicht dramatisch, wenn das so einen ganz kleinen Ticken mehr ist oder weniger. So, und dann können wir die Länge hier einfach mit der Schere kürzen. Dann haben wir es wenigstens tatsächlich so, wie wir es brauchen und haben nicht, wenn wir uns da ein bisschen verschnitten haben, vermessen haben, schief geklebt haben, da haben wir da nicht so viel Trouble mit. Und jetzt brauchen wir dieses Teil tatsächlich nur noch in unsere Grundkarte einkleben. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Ihr seht, die ist also tatsächlich im Prinzip so, wenn alles klar ist, was ihr nehmt, was ihr an Papier nehmt, was ihr an Stempeln nehmt, dann ist das eine Karte, die ratzfatz gemacht ist. So, die kleben wir jetzt wieder mittig ein. Was schlecht in mein Schneidbrett da liegt. Wir haben also wieder noch rechts und links so ein bisschen Kante. Oben und unten auch. Und fertig ist unsere Ziehharmonika-Karte. Ihr könnt ja mal zeigen, was bei euch so rausgekommen ist. Würde ich mich drüber freuen. Aber jetzt drehe ich euch erstmal wieder um. Ja, das war schon die Ziehharmonika-Karte. Eine Variante davon. Ich selbst habe die kennengelernt. Jetzt muss ich erstmal überlegen. Beim Demo-Working, das damals noch von der Anja Luft und von der Christiane Knapp gemacht worden ist. Also ganz tolle Anleitung, ganz tolle Karte. Ja, und wie gesagt, alle Maße findet ihr bei mir auf dem Blog nochmal aufgelistet. Ihr findet meinen Blog unter kreativmitsonja.de natürlich. Ihr findet mich ansonsten natürlich auch bei Instagram, Facebook. Pinterest tue ich mich gerade immer noch so ein bisschen schwer, aber das steht ganz groß fürs nächste Jahr auf dem Plan. Ja, und wie gesagt, ich würde mich tatsächlich freuen, wenn ihr mir mal auf dem Blog oder in Social Media zeigt, welche Varianten ihr gemacht habt. Könnt ihr mir natürlich auch gerne hier unter dem Beitrag zeigen. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen.
Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und nicht zuletzt möchte ich mich dafür bedanken, dass ihr bis hierher zugeschaut habt. Und ich hoffe, dass ihr mit der Anleitung auch so ein bisschen was anfangen konntet. Vielleicht ist es ja genau die Karte, die euch jetzt noch fehlt für Weihnachten. Ich würde mich freuen, irgendwas in dieser Art von euch zu hören. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich nochmal, wünsche euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit und dann bis zum nächsten Mal. Eure Sonja. Tschüss!